Insekten leben praktisch überall, unter Steinen, im Wasser, ganz egal. Für einige Insekten ist dein Körper jedoch das Zuhause schlechthin. Von afrikanischen Ameisen, die ihre Wirte von innen heraus auffressen, bis hin zu Fliegen, die eine Hinterlassenschaft in deinem Körper platzieren. Hier sind 10 gefährliche Insekten, die in deinen Körper eindringen können. Amazing! Woohoo! Afrikanische Treiberameisen. Wenn du jemals im afrikanischen Busch warst und diese winzigen Insekten auf dich zukrabbeln siehst, ist das der Zeitpunkt, um in die entgegengesetzte Richtung zu rennen. Auch wenn sie nicht wie eine große Bedrohung aussehen, gehören sie zu den gefährlichsten Insekten der Welt. Diese Kerle meinen es ernst. Ein einziges Exemplar stellt keine große Bedrohung dar, aber wenn sie so zahlreich sind, können sie Böses anrichten. Sie sind nomadische Fleischfresser und haben einen einzigartigen Appetit, auch auf Menschenfleisch. Wenn sie in großer Zahl unterwegs sind, durchstreifen sie den afrikanischen Kontinent auf der Suche nach einer Mahlzeit. Wenn sie endlich eine gefunden haben, überwältigen sie ihre Beute unter einem riesigen Haufen ihrer Körper und lassen sie ersticken. Dann krabbeln sie durch jeden Zugang in den Körper und beginnen ihre Mahlzeit von innen heraus zu fressen. Zum Glück gibt es keine menschengroßen afrikanischen Treiberameisen. Solange ein Opfer nicht bewusstlos ist oder nicht laufen kann, sind sie also keine große Gefahr. Kopfläuse. Kopfläuse sind eklig, keine Frage. Aber auch unvermeidlich, wenn du ein Kind im Kindergartenalter hast. Aber die Sache ist die. Viele von uns denken, dass Läuse an Haaren interessiert sind, aber das ist falsch. Läuse sind Blutsauger. Wie ihre entfernten Cousins, die Zecken, leben sie auf der Kopfhaut, wo die Haut dünner ist, sodass sie leicht mit einem Biss eindringen und dann genug Blut saugen können. Natürlich hat die Wahl des Kopfes als ihre 5-Sterne-Residenz noch andere Vorteile. Das ganztägige Blutbuffet ist ein Plus, aber die Haarsträhnen sind auch der perfekte Nistplatz für ihre Eier, was dafür sorgt, dass immer mehr Läuse auf der Party sind. Abgesehen davon, dass sie beißen und Blut trinken, können Kopfläuse Reizungen und Infektionen verursachen und Krankheiten wie Typhus übertragen. Bettwanzen. Wir denken nicht oft an Bettwanzen als fiese Blutsauger, aber genau das ist ihr Ding. Diese Vampirinsekten spüren uns auf, indem sie unsere Kohlendioxidabgabe erschnuppern. Dann kriechen sie aus den Ecken und Winkeln unserer Betten, graben sich in unsere Haut und gönnen sich einen blutigen Snack. Zum Glück sind Bettwanzen seit den 1940er Jahren weitgehend ausgerottet. In den 90er Jahren erlebten sie ein kurzes Comeback, aber seitdem sind sie in Schach gehalten worden. Heutzutage hält regelmäßiges Waschen der Bettwäsche und der Bezüge die Wanzen fern. Auch wenn sie für uns keine große Bedrohung mehr darstellen, gehört es zu ihrem Lebenszyklus, sich von Blut zu ernähren. Was tun sie also? Die ekligen Insekten springen auf Hunde oder andere warmblütige Lebewesen und beginnen einen einzigartigen Blutbohrprozess. Anstatt sich mit den Zähnen durch die Haut des Wirts zu beißen, verwenden sie Chemikalien, die ein Loch in das blutgefüllte Fleisch darunter bohren. Das ist der Zeitpunkt, an dem sie ihre erste Mahlzeit zu sich nehmen. Wenn sie gemästet sind, lassen sie sich vom Wirt fallen und setzen ihren Lebenszyklus als ausgewachsene Tiere fort. Tumbufliege. Es gibt einen neuen Albtraum in der Stadt, die Tumbufliege oder Mangofliege. Zum Glück kommt sie nur im östlichen Zentralafrika vor, sodass der größte Teil der Welt noch vor ihr sicher ist. Diese winzig kleinen Monster sind gefährlich, weil sie sich auf höchst unkonventionelle Weise in den Körper einschleichen. Sie legen ihre Eier auf deiner Wäsche ab. Die Eier übertragen sich dann auf deine Haut und graben sich in dein Fleisch ein. Von dort aus schlüpfen sie und wachsen zu Larven heran. Zu diesem Zeitpunkt sehen die Wirte vielleicht eine Blase oder ein Geschwür und denken meist nicht viel dabei. Aber unter der Oberfläche befinden sich lebende Maden, die sich von deinem Fleisch und Blut ernähren. Das Finale? Das Geschwür aus Eiter und Blut und lebender Materie platzt auf. Bist du noch da? Du solltest wissen, dass du deine Kleidung vor dem Tragen bügeln solltest, um sicherzustellen, dass dich diese Insekten aus der Hölle nicht befallen. Auf diese Weise tötest du alle Eier ab, die auf deiner Kleidung sitzen. Wenn du jemals eine Motivation zum Bügeln gesucht hast, dann hast du sie jetzt.
Kakerlaken. So lästig Kakerlaken auch sind, sie sind normalerweise nicht die ersten Verdächtigen, wenn du an Insekten denkst, die in den menschlichen Körper eindringen. Zum einen sind sie groß und man sieht sie normalerweise schon aus ein paar Metern Entfernung. Doch 2017 ging die Nachricht viral, dass eine lebende Kakerlake aus dem Schädel einer Frau gezogen wurde. Offenbar war die Kakerlake in ihre Nase gekrabbelt, während sie schlief, und hatte sich von dort aus ihren Weg nach oben gebahnt. In einem Video sieht man, wie sich die Kakerlake durch das rosafarbene Fleisch windet, während sie lebendig aus den Nasennebenhöhlen der Inderin gezogen wird. Das war eine seltsame Geschichte, aber nicht die einzige. 2018 kroch eine andere Kakerlake angeblich in das Ohr eines schlafenden Mannes und legte einen Eiersack ab. Allein die Vorstellung, dass eines der widerlichsten Tiere der Welt nachts in dein Gesicht schlüpfen könnte, ist der Stoff, aus dem Albträume sind. Zum Glück machen Kakerlaken so etwas nicht sehr oft. Hausstaubmilben. Hast du jemals den Satz „Du bist nicht allein“ gehört? Dieser Spruch ist wahr. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Staubmilben in jedem Winkel der Welt leben. Diese winzigen Viecher sind kaum zu erkennen. Sie sind nur 3 mm lang und halb durchsichtig, sodass sie mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Und wenn ich sage, dass sie überall zu finden sind, dann meine ich überall. Wahrscheinlich schauen sie gerade mit dir dieses Video an. Diese Kerle haben einen großen Hunger auf tote menschliche Haut und organische Materialien. Die Armee der Hausstaubmilben ist nie weit von uns entfernt. Gelegentlich machen sie sich direkt an einem menschlichen Wirt zu schaffen. Sie beißen zwar nicht und übertragen keine Krankheiten, aber sie können schwere allergische Reaktionen hervorrufen. Flöhe. Im Gegensatz zu vielen anderen auf dieser Liste sind Flöhe vor allem an den Füßen interessiert. Deine Haare oder dein Körper sind ihnen ziemlich egal. Alles, was sie wollen, sind ein paar Beine. Du wirst Flohspuren an deinen Füßen und unteren Knöcheln finden. Das Weibchen sucht sich in der Regel eine Stelle, wo sie leicht eindringen kann, gräbt sich ein und frisst dabei das Fleisch. Sobald es im Inneren des Wirtes ist, schwillt es auf die Größe einer Erbse an, wobei sein Hinterteil nach außen zeigt. Von dieser Position aus macht sie es sich gemütlich, legt Eier und frisst. Wenn sie unentdeckt bleibt, fängt die nächste Generation an dir zu knabbern. Es ist nicht bekannt, dass sie zum Tod führen, aber sie hinterlassen eine leere, wabenförmige Wunde, die sich oft infiziert. Das Gute an Flöhen ist, dass sie den Menschen nicht wirklich angreifen. Sie leben lieber auf warmblütigeren Tieren und Vögeln, weil Fell und Federn es ihnen leicht machen, sich zu verstecken und zu vermehren. Gesichtsmilben. Dieses Insekt ist dir wahrscheinlich unheimlich, aber mit ziemlicher Sicherheit hast du gerade eine Legion von ihnen in deinem Gesicht. Sie werden Demodex oder Wimpernmilben genannt und fast jeder erwachsene Mensch hat eine große Population auf seinem Gesicht. Aber keine Panik, du kannst sie nicht sehen, selbst wenn du es versuchen würdest. Die durchsichtigen Wanzen sind viel zu klein, um sie mit bloßem Auge zu sehen. Sie sind mit Zecken verwandt und verbringen ihre Tage in den Haarfollikeln. Da sie in deinen Poren leben, kannst du sie nicht abwaschen. Es ist unmöglich, alle deine Gesichtsmilben loszuwerden. Meistens wird unser Immunsystem mit ihnen fertig, aber manchmal verursachen sie doch Probleme. Wenn es dich bis jetzt noch nicht gejuckt hat, dann ist es gleich soweit. Krätzemilben. Krätze sieht aus wie eine Art schuppiger Ausschlag auf deiner Haut, aber sie geht tiefer. Der Ausschlag ist nur ein Zeichen dafür, dass du bereits einen ausgewachsenen Befall hast. Zu diesem Zeitpunkt sind die winzigen Milben von der oberen Hautschicht in ihr nächstes Lebensstadium übergegangen, die Eiablage. Dies geschieht unter der Hautoberfläche. Sie graben sich nach unten und fressen sich dabei durch. Sie graben ein winziges Loch und legen ihre Eier sicher in deinen Hautschichten ab. Die Weibchen bleiben 2 Monate lang in ihrem Bau, um ihre Eier zu füttern, zu kontrollieren und ihre Babys mit deinen Hautschuppen zu ernähren. Der Fleck der Milben wird zu einem tropischen Paradies und ihre Anwesenheit löst einen unerträglichen Juckreiz aus, der besonders nachts lästig ist. Bremsenfliege. Halte dich fest, denn was du gleich siehst, könnte dich für immer entstellen. Schau dir an, was aus dem Oberarm dieser Frau herauskommt. Ist das eine Made? Es sieht so aus, aber es ist viel größer.
Und sieh mal, da ist noch mehr. Es ist tatsächlich die Larve einer Trauermücke. Mehrere Arten von Trauermücken leben als Parasiten im menschlichen Körper. Aber das Verrückteste ist, wie sie es in den Körper schaffen. Nun, ein alter Feind ist daran schuld. Als ob wir noch mehr Gründe bräuchten, unsere Stechmücken zu hassen. Aber wenn man sie mit Trauermücken zusammenbringt, werden sie noch lästiger und gefährlicher. Der Lebenszyklus einer Trauermücke ist einfach. Die Schmeißfliege fängt eine Stechmücke und legt ihre Eier in deren Körper ab. Die Mücke sticht dann einen Menschen, der zufällig der bevorzugte Wirt der Motte ist. Die Eier wandern dann von der Mücke in den Menschen durch das Loch, das die Mücke gerade bequem errichtet hat. Im Inneren des Menschen schlüpfen die Eier zu Larven, die sich 5 bis 12 Wochen lang vom Blut des Wirts ernähren. Wenn sie groß genug sind, krabbeln sie aus dem Wirt heraus, was sehr schmerzhaft ist, und verwandeln sich in eine Puppe. Nach 2 Wochen verwandeln sie sich schließlich in eine Trauermücke. Und da hast du es. 10 Insekten, die in deinen Körper kriechen können und werden, wenn sie die Chance dazu bekommen. Welches dieser winzigen Viecher hältst du für das gefährlichste? Lass uns deine Meinung im Kommentarbereich hören.